Also, Boris, jetzt die Frage an dich: Bist du ein Genie und hast ein fotografisches Gedächtnis oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, ich habe das tatsächlich gelernt. Das kann man lernen. Es basiert auf Gedächtnistechniken, die durchaus schon lange bekannt sind und die man üben und trainieren kann. Wie lange hast du dafür gebraucht, um das in wenigen Minuten dir komplett einzuprägen? Ich sag mal, ich habe es jetzt sehr, sehr schnell gemacht. Aber wenn du das lernen möchtest und bei mir ein Seminar besuchst, 2 Tage lang, und danach eine Woche lang weiterübst, jeden Tag, sagen wir mal, eine halbe Stunde, schaffst du die Übung in 5 Minuten. Also da merke ich mir alle Karten in 5 Minuten? Tust du. Ich bin sicher, dir traue ich das zu. Okay, also das ist eine echte Spitzleistung. Du bist in dem Bereich ja auch Weltmeister. So was ja, also es gibt verschiedene Disziplinen. Das Kartenspiel merken, bin ich recht vorne mit dabei. Weltmeister war ich noch nicht da drin. Im Turnier ist es mir mal gelungen, das in 30 Sekunden zu machen. Mit dem Team haben wir dann zusammen die Gesamtwertung gewonnen. Wie viel seid ihr im Team? Ein Team sind immer 3 Leute. So sind die Regeln bei uns in der Sportart. Okay. Es machen mehr Deutsche mit, aber nur die besten 3 Deutschen bilden dann das deutsche Team. Und gegen wie viele andere Länder tretet ihr dann? Dieses Jahr, die WM folgt noch dieses Jahr, werden über 30 Länder erwartet. Über 30? 32 sind jetzt angemeldet. Und ihr habt 2012 gewonnen? Haben wir gewonnen, ja. Wow, herzliche Gratulation. Dankeschön. Also deine Botschaft ist, das kann jeder lernen, wenn er nur weiß wie und wenn er übt. Genau, das ist ja nur ein Beispiel, was man mit dem Gedächtnis anstellen kann. Kartenspiel merken ist eine coole Nummer, aber nicht so nützlich. Jeder kann sein Gedächtnis mit Training ganz enorm verbessern, im Kartenspiel merken, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Das heißt, es hilft ja auch für Schule, für Studium, ja, für den Beruf, darum Namen merken. Logisch. Und man kann das auch nachlesen bei dir im Buch. Das ist ja super hier neu veröffentlicht. Ich bin so stolz drauf. Super. Ja, ist jetzt rausgekommen. Ist gut zu wissen. Genau. Kann man es nachlesen und da erklärst du auch, wie es geht. Ja, logisch, klar. Oder man bucht dich im Seminar. Oder das. Also Kompliment nochmal zu der Spitzenleistung, bin beeindruckt. Danke, Gabriel. Wow, großartig. Danke. Danke dir.